Wir kommen zum letzten Punkt, denn wir haben jetzt über Auftreten gesprochen, wir haben über Vorbereitung gesprochen, aber man kann Vorbereitung übertreiben. Das Thema Overthinking. Und Olli, jetzt ist passiert. Erster Punkt, was ist überhaupt Overthinking? Overthinking ist für mich, wenn man weiß, die Präsentation sitzt eigentlich. Man fühlt sich gut, was die Struktur anbelangt. Ihr glaubt, ihr holt die Leute vom Fleck weg ab, also von den ersten Minuten eurer Präsentation. Die Logik ist da. Vielleicht, wie ich es gern mache, habt ihr so flexible Elemente in eurer Präsentation. Das heißt, wenn A nicht funktioniert und das merkt ihr spontan, dann geht ihr zu B. All das ist drin, ihr fühlt euch gut, ihr lehnt euch zurück und denkt euch, boah, geil. Und dann kommt die Angst. Die Angst davor, boah, das kriege ich aber so, wie ich es mir jetzt hier im Kopf gespeichert habe, nicht so rüber. Und selbst mir passiert das, wo ich eigentlich, so könnte man meinen, von der Bühne so viel Erfahrung habe, ab und an, wie letzte Woche, ich habe es dem Carsten im Vorgespräch gesagt, ist mir das passiert, Dienstag hatte ich ein Seminar, Montag früh morgens bis spät abends sitze ich an meiner eigentlich fertigen Präsentation und gehe das, Carsten, ich habe es dir gegenüber schon gesagt, Satz für Satz meine Weiterbildung durch. Und die Weiterbildung war 6 Stunden lang. Ich gehe da Satz für Satz durch und das ist A, ein Extrembeispiel, aber zugleich ein Beispiel, nichtsdestoweniger für Overthinking, wo mein Tipp ist, wenn ihr euch sicher fühlt, wenn ihr merkt, das habt ihr, lasst es. Macht einen harten Cut, lasst es und macht es so, wie ich es mache, in der Regel ausgenommen zur letzten Woche. Übt den Anfang, weil da bin ich ein großer Freund von, stellt sicher, dass der Anfang, die ersten, was weiß ich, 5 Minuten, aber macht es nicht an Minuten fest, sondern an der Sinneinheit, an eurem ersten großen Sinnblock. Den bekommt super hin, weil das gibt euch dann die Sicherheit für den gesamten Rest. Das könnt ihr ja einüben für alle ersten Blöcke, einmal am Anfang und dann nach der Pause, wenn ihr eine Pause haben solltet, weil ihr so viel präsentieren müsst, dass das sitzt, weil, und das habe ich dem Carsten auch schon so häufig gesagt, das ist doch euer Thema. Das macht ihr doch tagtäglich bei euch im Büro oder an der Uni im Accelerator, das seid ihr doch drin. Habt das Vertrauen in euch zu sagen, das ist unser Thema, das können wir, auch wenn wir es spontan machen müssen, weil potenziell eine Zwischenfrage kommt, die wir nicht antizipiert haben. Und ich glaube, das tritt viel, viel häufiger auf, als man sich das im ersten Moment vorstellt, insbesondere wenn man Präsentationen noch nicht so häufig gehalten hat. Warum? Weil man natürlich denkt, Mensch, ich werde was vergessen. Ja, ich habe irgendetwas, irgendwo vielleicht einen Hänger und diese Angst vor diesem Hänger, der ist dann so groß, dass man sich sagt, okay, wie kriege ich das in den Griff? Ganz klar, ich lerne die Präsentation, ja, bis im Prinzip die Präsentation losgeht. So lange, man lernt und lernt und lernt. Und der Tipp, den wir euch mitgeben wollen, ist, und der Olli hat es gerade mit diesem Wort harter Cut gesagt, vertraut mal ein bisschen auch auf euer Gehirn. Euer Gehirn kann das. Und er hat noch etwas gesagt, nämlich, ihr könnt doch euer Thema. Es ist euers. Ihr präsentiert doch euer Thema. Ihr präsentiert ja nicht irgendwas, was euch jemand vorgibt, sondern ihr präsentiert das, was ihr sowieso könnt. Also habt auch ein bisschen Vertrauen in euch und glaubt auch mal daran, dass ihr das machen werdet. Auch hier natürlich wieder hilft Übung. Ja? Je öfter ihr eine Präsentation gehalten habt, umso besser nicht nur könnt ihr den Inhalt wiedergeben, sondern ihr merkt auch, denn ihr werdet dann feststellen, den Hänger hat man immer mal wieder. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Die Frage ist, merken es eure Zuhörer, merken es eure Zuschauer? Das ist auch wieder so eine Sache aus dem Entertainment, aus dem Showgeschäft. Die Zuschauer wissen gar nicht, was ihr machen wollt. Die wissen vor allem nicht eure Sätze. Ja klar, die sehen eure Folie hinter euch. Logisch, die habt ihr vorbereitet. Aber was ihr dann dazu nochmal sagen werdet, das wissen die ja gar nicht. Das wisst nur ihr. Das heißt also, vertraut darauf, dass ihr die Hänger, die Unterbrechungen, die Probleme schon in den Griff bekommt. Und wenn, dann überlegt euch, wo sind eure typischen Sollbruchstellen. Ja? Und als letztes, wie es der Olli gesagt hat, schaut, dass der erste Aufschlag passt
Und dann vielleicht noch ein Tipp, schaut auch, dass das Ende passt. Denn das Ende ist ja das, was im Kopf bleiben soll. Also macht nicht den Fehler, dass ihr dann sagt, okay, jetzt sind wir vollkommen raus und dann geht alles den Bach runter. Schaut, dass ihr irgendwie wieder euer Ende in den Griff bekommt, denn habt auch dort Vertrauen. Den Mittelteil eurer Präsentation, der geht irgendwann unter. Da kann man sich nicht dran erinnern. Aber an das Ende erinnert man sich. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid so aus dem Konzept, dass ihr dann vielleicht sogar sagen müsst, ja, okay, das tut uns jetzt leid, dass das nicht so gut gelaufen ist. Sorry, wir wollten es eigentlich anders machen, aber... Oder die Technik ist ausgefallen. Dann stellt ihr euch hin und sagt, ja, das ist jetzt wirklich doof. Also sorry, dass das jetzt nicht geklappt hat. Und schade, wir hätten so eine schöne Präsentation vorbereitet. Es hat halt leider nicht geklappt. Überlegt mal, was bleibt bei euren Zuhörern, bei euren Zuschauern im Kopf hängen. Das ist doch ganz klar. Die werden sich denken, ja, das sind die, bei denen es nicht so richtig funktioniert hat. Und ihr merkt schon, was ich gesagt habe. Da kommt dann nicht, ja, das war dieses tolle Startup aus dem und dem Bereich, bei denen es nicht gut gab. Nein, die werden sich einfach nur sagen, ah, das, ja, das, an die erinnern wir uns. Oh, ja, ja, wir wissen zwar gar nicht mehr, was die gesagt haben, aber es hat nicht funktioniert. Das ist doch schlecht. Das wollt ihr nicht. Also schaut, dass der Anfang passt, weil der muss sitzen. Schaut, dass ihr euch überlegt, wie kriegen wir solche Unzulänglichkeiten, solche Hänger wieder in den Griff oder auch Störungen von außen und schaut, dass euer Ende auf jeden Fall wieder sitzt, dass ihr dort dann wieder in die Spur zurückkommt. Übt es möglichst häufig und dann bin ich mir sicher, wird das funktionieren. Ach, ich liebe diesen Begriff. Den habe ich zum allerersten Mal im Kontext vom Projektmanagement kennengelernt, als ich bei einem Unternehmen gewesen bin, das sich um diesen Bereich kümmert. Goldplating bedeutet, das schon Gute vergolden. Ja. Ne, also genau das, was wir eben schon erwähnt haben. Ist das so typisch Dommitsch, nicht? Ne, man hat was Gutes und packt noch was drauf. Und dann macht man es noch besser, da wird es schon fast Platinum. Ja. Und genau das ist der Fehler. Und ich glaube, ich sage jetzt etwas, wo du 100% dahinter stehen wirst, Carsten. Wir haben schon so viele Präsentationen gehalten. Und mir persönlich, ich denke dir auch nicht, Carsten, ist es noch nie passiert, dass die Präsentation in Gänze exakt so stattgefunden hat, wie man sich das vorher gedacht hat, wie man das vorher vorbereitet hat. Und ich sage da in dem Kontext immer das. 100%ige Kontrolle habt ihr nur an zwei Stellen. Genau. Ich schließe an dem an, was der Carsten eben in der Frage davor gesagt hat. Ihr habt 100% Kontrolle darüber, wie ihr anfangt. Weil das ist halt euer Aufschlag, wie es der Carsten so schön gesagt hat. Dann hört es aber auch auf. Für eine ganze Weile, weil dann kann sofort eine Zwischenfrage kommen oder ihr merkt, das war der falsche Aufschlag und so weiter und so fort. Und dann kommt die 100%ige Kontrolle nur noch ein einziges Mal zurück, für einen kurzen Moment, nämlich am Ende. Weil ihr könnt immer sagen, und zuletzt ist uns wichtig zu sagen, oder in Conclusio möchten wir, dass Sie im Kopf behalten, auch das, dieses Ende, kann euch keiner mehr nehmen. Aber nochmal Fokus darauf. Was ist in der Mitte? Ja, eben nicht 100%, vielleicht nicht 90%, ja, vielleicht nicht mal 50%, weil dann in dieser Mitte geschieht das Leben. Das Leben in eurer Präsentation mit all den Verrücktheiten, die die Leute, die da drin sind mit euch im Raum, euch entgegenschleudern können. Also probiert doch gar nicht Goldplating, es funktioniert doch ohnehin nicht, Carsten. Und ja, ich kann dir nur zustimmen. Vor allen Dingen denkt auch wieder daran, was wir in dem Video gesagt haben zum Thema Fokus. Was ist eure Message? Konzentriert euch auf diese Message. Und wenn ihr die rüberbringt, dann ist das, was ihr erreichen wollt, auch tatsächlich erreicht. Und wie erleben wir das dann immer wieder? Naja, dann wird gesagt, okay, jetzt habe ich ja eigentlich auf meiner Folie das draufstehen, was ich sagen will, aber die Folie gefällt mir nicht. Und dann geht man ran und überarbeitet die Folie. Oder beim Thema Overthinking, ja, dann fängt man an zu überlegen, ja, passt denn eigentlich dieser Satz, den ich da auf die Folie geschrieben habe? Und ach ja, ich habe ja die Folien jemandem gezeigt und der hat mir dann gesagt, nee, das kannst du doch so nicht machen oder das und das und das. Ich erinnere mich daran, ich habe mal eine Präsentation gehalten zum Thema Unternehmensnachfolge und dann habe ich mir einen schönen Titel ausgesucht, nämlich Morgen sind sie alle tot.
War eine Präsentation für rund 150 Unternehmerinnen und Unternehmern, also schon ein ordentliches Ding, alle aus dem Mittelstand. Und der Veranstalter fand super. Und dann habe ich meine Präsentation, wie ich das immer so mache, ein paar Leuten gezeigt und dann ging es los. Dann hieß es, ja, kann man denn so einen Titel nehmen und so weiter. Ja, was wurde ich dann am Ende? Da wurde ich unsicher und habe mir gedacht, Mensch, kann man das vielleicht wirklich nicht so machen, ja. Und dann so, oh, soll ich vielleicht den anderen Titel oder vielleicht lasse ich das mit, morgen sind sie alle tot, aber kann ich vielleicht den Satz nochmal umdrehen? Und zwar eigentlich blöd. Er hat mir von Anfang an gefallen, dem Veranstalter hat er gefallen. Ich konnte mir schon die Reaktionen ausmalen, ja wirklich, dieses von meinem Auditorium so. Wie kann man diese Frage stellen und ich bin morgen tot, das ist doch komisch, ja. Genau das, was ich wollte. Aufmerksamkeit von der ersten Sekunde ist doch super. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken. Macht es nicht. Irgendwann ist gut, gut genug. Und ich weiß, für uns Deutsche ist das schwierig. Aber vertraut mal darauf, dass es irgendwann wirklich reicht. Und die Kontrolle, so sag's ich zumindest, ist immer, was ist eure Message? Seid euch klar darüber, was ihr erreichen wollt. Wenn euer Call to Action, wie es der Olli vorhin gesagt hat, das ist, was ihr schaffen wollt, dann legt den Fokus da drauf. Merkt euch immer, die Leute nehmen nur 10, vielleicht 20% eures Inhalts mit. Dann schaut wenigstens, dass das, was sie mitnehmen, auch der Inhalt ist, den ihr wirklich transportieren wollt. Und den gesamten Rest, um den ihr euch tagelang, wochenlang vielleicht Gedanken macht, glaubt es uns, es bringt's nicht. Es klingt immer so schrecklich, aber es ist vergebene Liebesmühe. Merkt euch das. Und der Carsten, da hat was ganz Wichtiges gesagt und ich möchte das mal auch hier in Worte fassen. Goldplating bedeutet auch, das meiste von dem, was ihr so denkt, existiert nur in eurem Kopf. Der Carsten hat es mit dem Designbeispiel gesagt. Auch mit den richtigen Worten, dann stellt ihr fest, mir gefällt das Design nicht. Und jetzt beantwortet euch mal selbst die Frage, woher wisst ihr, dass euer Missgefallen auch dieselbe Reaktion ist von den Leuten, die ihr diese Präsentation präsentieren werdet? Das wisst ihr nicht. Und dann kommt ihr ganz schnell nur von eurem Kopf aus und was da drin ist, vom Hundertstel ins Tausendstel. Ja, das wird ihm auch nicht gefallen. Und ihr wird jenes nicht gefallen. Woher wisst ihr das? Ihr wisst es nicht. Ich sehe das immer beim Thema Storytelling, beim Thema Personas. Die gefallen mir nicht, muss ich sagen. Bin ich überhaupt kein Freund von. Das ist wie mit der Heldenreise. Mag ich auch nicht. Habt ihr ja gehört und gesehen bei einem vorangegangenen Video. Warum? Weil bei den Personas sieht man den Frank. Der ist verheiratet und hat 3 Kinder und ist IT-Techniker. Woher wisst ihr so genau, dass all diese Informationen wichtig sind, um eure Kundschaft getreu und wahrheitsgetreu abbilden zu können? Warum ist es wichtig, dass er 3 Kinder hat? Warum kann er nicht nur ein Kind haben? Muss er verheiratet sein? Er kann ja auch Friends with Benefits mit jemandem haben, nicht wahr? Ne? Und dann wird daran gearbeitet. Habe ich schon auch junge Gründer gesehen, die sich in diese Personas vernarrt haben. Und ich, der daneben stand, aber dann auch glücklicherweise auch gesagt habe, an der, glaube ich, richtigen Stelle, ihr dreht euch gerade um euren eigenen Kosmos. Ihr probiert es nicht in der Realität aus, auf dem Markt. Ich sage immer, der Markt ist euer bester Lehrer. Nee, ihr macht Goldplating. Also jetzt nicht ihr, sondern das beispielhafte ihr. Und ihr dreht euch immer weiter in eurem Büro oder in eurer Kreativecke und macht Goldplating vielleicht für Wochen und Monate und habt nicht ein einziges Mal getestet, ob das, was bei euch im Kopf ist, deckungsgleich ist mit dem, was da auf dem Markt los ist. Nur weil ihr etwas schlimm findet oder etwas gut findet, heißt das nicht, dass alle anderen das auch machen. Deswegen denkt daran, don't overthink, don't gold plate. So ist es. So, liebe Gründerinnen und Gründer, ihr seht, die Magie hat mich von meinem privaten Anzug und meinem privaten Auftreten bewahrt. Ihr seht mich noch in Businesskleidung, der Carsten. Ich kenne ihn, der ist immer in Businesskleidung unterwegs und so ist es recht. So ist es recht, so ist es. Ne? Als Anwalt ist es immer recht, ja.
Und wir hoffen, dass ihr auch in diesem Video Tipps mitgenommen habt, die ihr ganz praktisch und ganz sofort umsetzen könnt für eure nächste Präsentation. Natürlich auch hier in diesem Video der Verweis zu allen anderen Videos, die wir für euch aufbereitet haben, auf pitchperfect.de. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, weil ihr noch eine Frage habt, weil ihr eine Anfrage an uns habt, dann schreibt uns. Genau, das Buch, das ist es, das habt ihr, empfiehlt es weiter und schreibt uns auch eine E-Mail, wenn ihr mit uns direkt in den Kontakt treten wollt. Bis zum nächsten Video. Alles Gute.